Der Orient, Wiege der Zivilisation. Die Landschaften des Nahen Ostens sind die Heimat großer Kulturen. Ein gemeinsames Erbe der Menschheit. Hier wurde die Schrift erfunden. Und von hier stammen die heiligen Schriften dreier Weltreligionen, von Juden, Christen und Muslimen. Doch die Zeugnisse einer großen Tradition sind in Gefahr. Radikale Islamisten haben der Vergangenheit den Kampf angesagt. Was derzeit im Nahen Osten passiert, das kann man nur als verlorene Welten bezeichnen. Unser Weltkulturerbe geht verloren, für immer. Bilder, die um die Welt gingen. Fanatiker des sogenannten Islamischen Staates zerstören antike Skulpturen in einem Museum der irakischen Stadt Mosul. In ihren Propagandavideos schockieren die selbsternannten Gotteskrieger nicht nur mit der barbarischen Hinrichtung ihrer Gegner, sie feiern auch die Vernichtung von allem, was nicht in ihr Weltbild passt. Ein gezielter Anschlag auf Kulturgüter, beispiellos in seiner Radikalität. Für Archäologen ist der Verlust besonders schmerzlich. Die Früchte ihrer Arbeit werden zunichte gemacht. Das war mit das Schlimmste, was ich überhaupt erlebt habe in meinem beruflichen Leben, weil ich auf die Gewalt dieser Zerstörung nicht vorbereitet gewesen bin und ich wirklich zitternde Knie hatte. Natürlich, das kann man nie gegeneinander aufwägen, kommen Hunderte und Tausende von Menschen zu Tode. Das ist sicher das größte Unglück dieser Region. Aber dennoch, dieser barbarische, perfide Feldzug gegen die Kultur und gegen die Identität dieser Menschen, man tötet sie nicht nur, sondern man nimmt ihnen auch ihre kulturelle Identität, das ist einfach, macht sprachlos. Nirgendwo sonst reichen die Spuren der Zivilisation so weit zurück wie im vorderen Orient. Wo ausreichend Wasser vorhanden ist, geben Menschen schon um 10.000 vor Christus ihre nomadische Lebensweise auf und machen Land urbar. Ein Meilenstein der Weltgeschichte. Als fruchtbaren Halbmond bezeichnen Archäologen die Wiege der Kultur. Sie erstreckt sich vom Mittelmeer bis an den Persischen Golf. Im Unterschied zu den Wüstengebieten im Süden kann dort Ackerbau betrieben werden. Im Norden des fruchtbaren Halbmonds, im heutigen Anatolien, haben Archäologen die ältesten Tempel der Menschheit entdeckt. Die Steinkreise von Göbekli Tepe sind Zeugnisse einer frühen Zivilisation und ihrer Glaubensvorstellungen, 12.000 Jahre alt. An den Gesellschaften des vorderen Orients können wir viele Dinge zum ersten Mal beobachten, die für unser gesellschaftliches Leben bis heute relevant sind. Sei es die Arbeitsteilung, die Spezialisierung, die Ressourcenkonzentration, sei es die Bildung großer Städte mit den entsprechenden Infrastrukturen. All das können wir hier zu einem Zeitpunkt nachvollziehen, wo in Europa beispielsweise noch gar nicht geschrieben wird. Die Erfindung der Keilschrift ist eine der größten Kulturleistungen des alten Orients. Aus ihr entwickelten sich später die modernen Alphabete. Auf dem Boden des heutigen Irak entstehen die ersten Großreiche. Das berühmteste erhebt sich um 600 vor Christus zur Supermacht. Seine Hauptstadt, Babylon, ist eine Metropole mit mehr als 200.000 Einwohnern. Ihre Silhouette prägt die fast 100 Meter hohe Pyramide mit dem Tempel des Stadtgottes.
Auch die jahrhundertelange Herrschaft Roms über den vorderen Orient hat viele Spuren hinterlassen. Zentren wie die Oasenstadt Palmyra stellen an Pracht vieles in den Schatten, was zur selben Zeit in Europa existiert. Aber die Geschichte der Region ist nicht nur eine Abfolge von Städten und Mächten. Sie ist auch die Geschichte von Glaubensvorstellungen, die unsere Welt bis heute prägen. Natürlich ist der Nahe Osten auch extrem wichtig als Ursprung des Christentums, aus dem Judentum praktisch sich entwickelt. Ein Gebiet, in dem die drei Weltregionen sich praktisch direkt berühren, in Kontakt getreten sind seit frühester Zeit und letztlich bis heute. In der Heiligen Schrift der Juden taucht zum ersten Mal die Vorstellung von einem einzigen Gott als Schöpfer der Welt auf. Gott, so wird erzählt, gibt sich einem Mann mit Namen Abraham zu erkennen. Weil der bereit ist, seinen eigenen Sohn als Opfer darzubringen, schließt Gott einen Bund mit ihm. So wird Abraham zum Stammvater von Juden, Christen und Muslimen. Nirgendwo wird die gemeinsame Wurzel der drei Weltreligionen so deutlich wie in Jerusalem. Die verschiedenen Glaubensrichtungen verehren hier heilige Stätten, oft an derselben Stelle. Über der jüdischen Klagemauer thronen der islamische Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee, auf demselben Plateau, auf dem sich einst der Tempel der Juden erhob. Heute ein permanenter Konfliktherd. Auch das christliche Erbe des vorderen Orients ist überall präsent. Das Simeonskloster stammt aus dem 5. Jahrhundert. Die mächtige Ruine erinnert daran, dass diese Region jahrhundertelang Teil des Byzantinischen Reiches war. In diese uralte Kulturlandschaft stoßen jetzt die IS-Krieger vor. Ihr Zorn richtet sich nicht nur gegen die Zeugnisse antiker Kulturen. Auch Moscheen versinken in Schutt und Asche, weil in ihnen etwa die Schreine von islamischen Heiligen verehrt werden. Das gilt den Fanatikern als Gotteslästerung. Kaum einer kennt die Zerstörungen besser als dieser Mann, der zurzeit in Straßburg lebt. Der syrische Archäologe Sheikh Mus Ali hat bereits kurz nach Ausbruch des Bürgerkrieges 2011 die Gesellschaft zur Sicherung syrischer Altertümer gegründet. Sein trauriges Ziel, die Dokumentation des Schreckens. Sie zerstören alles, was ihrer Sichtweise zuwiderläuft. Sie zerstören auch Moscheen und islamische Grabstätten, von denen einige noch aus der Zeit der Umayyaden stammen. Die antiken Städten waren schon vor der Ankunft des Islams in dieser Region, wie zum Beispiel Palmyra. Als der Islam eintraf, bewahrte er sie. Deshalb kann man ihre Zerstörung heute auch nicht mit dem Islam begründen. Sheikh Mus Ali steht in Kontakt zu Menschen, die den Vandalismus des IS mit Handys dokumentieren. Heimlich und unter Lebensgefahr. Es ist ein verzweifeltes Auflehnen gegen Krieg und Terror. Täglich erreichen ihn neue Schreckensbilder und Nachrichten. Es sind ja nicht nur Bilder von der Zerstörung der Antiken, die einen traurig machen. Schlimmer ist es, wenn wir sehen, dass zum Beispiel ein Kind aus den Trümmern herauskommt oder aus den Trümmern eines Hauses tot geborgen wird. Diese Bilder sind noch schmerzhafter. Was die Antiken betrifft, so sehen wir, dass unser Staat und unser kulturelles Erbe dabei sind, vor den Augen der Welt zerstört zu werden. Das ist nicht nur ein großer Verlust für die Syrer, sondern für alle Menschen. وإنما لكل إنسان.
Die Anschläge des IS sind auch eine Kampfansage an die Mitarbeiter der großen Museen Berlins. In den Sammlungen des Archäologischen Zentrums werden Funde aus mehr als 100 Jahren wissenschaftlicher Grabungsarbeit im Vorderen Orient verwahrt. Es sind die Früchte großer Expeditionen und Entdeckungen der Vergangenheit und Sternstunden der deutschen Archäologie. Eine ist ihm zu verdanken, dem Architekten und Ausgräber Robert Koldewey. Der will eine der berühmtesten biblischen Stätten ans Licht bringen, Babylon. Ende des 19. Jahrhunderts ist die antike Großstadt, um die sich viele Legenden ranken, noch immer unentdeckt. Ein prestigeträchtiges Expeditionsziel. Als Koldewey 1899 mit der Grabung beginnt, ahnt er noch nicht, dass er 18 Jahre seines Lebens dafür opfern wird, die Ruinen von der bis zu 20 Meter hohen Schuttschicht zu befreien. Von Macht und Reichtum der Herrscher Babylons zeugen bunt glasierte Ziegelreliefs. Nicht weniger als 200.000 Fragmente schickt Koldewey nach Berlin. . 1926 beginnt das wohl größte Puzzle seiner Zeit. Nur 4 Jahre später wird das wieder aufgebaute Tor erstmalig der Öffentlichkeit präsentiert. Heute zählt das nach einer Göttin benannte Ishtar-Tor zu den Prunkstücken des Vorderasiatischen Museums in Berlin. Zur gleichen Zeit, als Robert Koldewey das antike Babylon wiederentdeckt, sucht Max von Oppenheim in der Nähe der heutigen syrisch-türkischen Grenze sein Glück. Im November 1899 beginnt er seine Grabung am Tell Halaf. Und schon bald wird er fündig. Er entdeckt einen Palast aus dem 10. Jahrhundert vor Christus mit vielen perfekt erhaltenen Reliefs und Skulpturen. Eine Gruppe monumentaler Götterfiguren stellt Oppenheim in Berlin aus. Damals eine Sensation. Im Zweiten Weltkrieg werden die Skulpturen durch Bombenangriffe zerstört. Einem Team von Spezialisten gelang es während der letzten Jahre, nicht weniger als 27.000 Einzelstücke zusammenzusetzen und die meisten Skulpturen wieder auferstehen zu lassen. Oppenheims Grabung auf dem Tell Halaf setzten deutsche Wissenschaftler 2006 fort. Seinerzeit eines der größten archäologischen Projekte im Vorderen Orient. Die Grabung öffnete ein Tor zur Geschichte einer weiteren großen Kultur der Region, den Aramäern. Vor über 3000 Jahren erbaute ein Fürst auf dem Hügel von Tell Halaf eine mächtige Residenzstadt samt eindrucksvollem Palast. Die strategisch günstige Lage, die solche antiken Siedlungen einst schützte, wird ihnen heute zum Verhängnis. Die archäologischen Stätten zeichnen sich ja unter anderem dadurch aus, dass sie sich vom restlichen Umland abheben, dass sie höher sind. Insofern sind sie strategisch bedeutsam und gleichzeitig eben auch gute Orte, um Kampfhandlungen durchzuführen, um sich zu verstecken beispielsweise. Insofern sind immer archäologische Stätten bedroht im Vorderen Orient, wenn es zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt. Nicht nur der Terror des IS, auch der seit Jahren anhaltende Krieg in Syrien und dem Irak verwüstet Weltkulturerbe. Als im Frühjahr 2003 amerikanische und britische Truppen eine Offensive gegen den Irak und das Regime Saddam Husseins starten,
nutzen Plünderer den Zusammenbruch der Macht des Diktators. Sie brechen ins Nationalmuseum von Bagdad ein und stehlen rund 15.000 wertvolle archäologische Objekte. Nur rund ein Drittel davon konnte im Lauf der Jahre wieder aufgespürt werden. Der Vordere Orient ist eine Schatzkammer. In jeder Hinsicht. Ausgrabungen fördern nicht nur wissenschaftliche Erkenntnisse zutage, häufig stoßen die Archäologen auch auf seltene Stücke von unschätzbarem Wert. So geschehen im Sommer 2002. Ein Grabungsteam unter deutscher Leitung macht im syrischen Katna eine spektakuläre Entdeckung. Unerwartet stoßen die Archäologen auf einen Hohlraum. Eine seit Jahrtausenden vergessene Welt. Die Forscher haben die Grablege der Könige von Katna entdeckt. Zwischen Staub und Schutt liegen einmalige Preziosen verstreut. Den Wissenschaftlern geben sie Einblick in die Kultur- und Glaubensvorstellungen der versunkenen Völker. Aber Gegenstände wie diese sind auch begehrte Objekte auf dem illegalen Kunstmarkt. In Katna konnten die Funde von Archäologen geborgen werden. Doch anderswo sind sie heute in Gefahr. Früher ist natürlich auch im Irak, hat es auch kleine Raubgrabungen gegeben von den Bauern und so weiter. Aber das war alles sehr gut vom Geheimdienst mehr oder weniger kontrolliert. Jetzt hat das natürlich ein systematisches Ausmaß angenommen. Und da steckt viel Geld drinnen und das wird ja unter der Hand verkauft und kommt dann hier in Europa und in Amerika, taucht das dann auch im Handel, da kommt viel Geld rein. Wie dramatisch die Zerstörung der antiken Städten durch Raubgräber in Syrien und dem Irak voranschreitet, lässt sich am Beispiel der antiken Stadt Dura Europos erkennen. Satellitenaufnahmen zeigen, dass das Gelände in jüngster Zeit buchstäblich durchlöchert wurde. Ganz ähnlich sieht die Situation an anderen Fundstätten aus. Alle sind überzogen mit den Gruben, die die Räuber hinterlassen. Tatsächlich zerstört der sogenannte Islamische Staat nicht alle antiken Objekte. Er verdient auch am Handel mit ihnen. Im Internet kursieren Bilder von sogenannten Grabungslizenzen, die der IS verteilt. Auf diesem Dokument wird einem Mann namens Mahmoud erlaubt, an einer bestimmten Stelle nach Antiken zu suchen. Wichtig ist, dass das eben Wege sind, die parallel zum Drogenhandel laufen. Das sind die gleichen Verbindungen, das sind die gleichen Leute, die die Sachen organisieren, die den Transport organisieren, die wissen, wer was wie wann fährt und wie man was wie mitgeben kann. Das Geld fließt direkt wieder das ist sehr straff kontrolliert und das fließt direkt zurück in die Kassen der ISIS. Was nicht zu Geld zu machen ist, wird vernichtet. Doch was treibt die Zerstörungswut der IS-Kämpfer an? Der Prophet Mohammed befahl uns, die Statuen zu zerschlagen und zu zerstören. Das taten auch seine Gefährten, als sie fremde Länder eroberten. Da Allah uns befahl, die Statuen, Götzen und Relikte zu zerstören, fällt es uns leicht, ihm zu gehorchen. Und es kümmert uns nicht, was die Welt darüber denkt, auch wenn sie Milliarden Dollar wert sind. Als Rechtfertigung für ihren Vernichtungsrausch dient den Fanatikern angeblich die Geschichte des Islam. Sie begann vor rund 1400 Jahren auf dem Gebiet des heutigen Saudi-Arabien.
Damals, so wird berichtet, empfängt ein Kaufmann namens Mohammed das Wort Gottes, den Koran. Seine Heimat, Mekka, ist eine bekannte Pilgerstadt. In ihrem zentralen Heiligtum werden unzählige Götter verehrt. Am 11. Januar des Jahres 630, so will es die Überlieferung, befiehlt der Prophet seinen Anhängern, die Kultbilder zu zerstören. Von nun an gilt der Glaubensgrundsatz La ilaha illallah. Es gibt keinen Gott außer Gott. Den Ein-Gott-Glauben hat der Islam von Juden und Christen übernommen. Aber er legt ihn am strengsten aus. Die Kaaba bleibt das zentrale Heiligtum des Islam. Im Lauf der Jahrhunderte wachsen das Areal um den Schrein und die Stadt immer weiter an. Heute pilgern alljährlich 2,5 Millionen Muslime nach Mekka und umrunden die Kaaba. Das Gebäude selbst ist schmucklos und leer. Der Koran verbietet nicht nur die Darstellung Gottes, sondern auch des Propheten und seiner Nachfolger. Keine Religion hat sich jemals so schnell ausgebreitet wie der Islam. In weniger als 100 Jahren erobern die Muslime den Vorderen Orient, Nordafrika und stoßen bis nach Spanien und Innerasien vor. Aber die islamische Kultur der Anfangszeit hatte noch ein anderes Gesicht als heute. Das Jagdschloss Qasr Amra im heutigen Jordanien lässt erahnen, wie bilderreich und sinnenfroh die Welt muslimischer Herrscher noch im 8. Jahrhundert war. Auch der Koran kennt kein Bilderverbot an sich. In ihm wird nur ihre Verehrung verboten. In den ersten Jahrhunderten des Islam gedeihen nicht nur Kunst und Kultur. In muslimischen Metropolen wie Bagdad und Cordoba blühen im Mittelalter die Wissenschaften. Die arabischen Astronomen, Mathematiker und Philosophen genießen auch in Europa einen großen Ruf. Vor allem im Bereich der Medizin sind die Muslime den Europäern jahrhundertelang haushoch überlegen. Wir beobachten über die Jahrhunderte in der islamischen Geschichte das Nebeneinander existieren von ganz verschiedenen Interpretationsformen und zum Teil sehr lustfreundlichen, zum Teil sehr farbenfrohen Bewegungen. Und dann kommt der Wahhabismus. Und der Wahhabismus ist letztendlich eine Sekte innerhalb des Islams. Aber eine Sekte, die sich so radikal präsentiert hat und mit finanziellen Mitteln ausgestattet, später auch so durchgesetzt hat, dass sie heute als der eigentliche Islam wahrgenommen wird. Vordenker der radikalen Bewegung war ein Mann mit Namen Mohammed ibn Abd el-Wahhab. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts ruft er auf dem Gebiet des heutigen Saudi-Arabien eine Bewegung ins Leben, die den Islam von allem reinigen will, was seiner Meinung nach nicht dazugehört. Die Wahhabiten bringen den gesamten Karawanenhandel unter ihre Kontrolle. Kompromisslos verfolgen sie alles, was ihrer Ansicht nach nicht dem wahren Glauben entspricht. Wissenschaft, Dichtung, Kunst, Musik und Schmuck gelten ihnen als Teufelswerk. Dann folgt ein Schlag, der die islamische Welt zutiefst erschüttert. Er richtet sich gegen Medina, die Grabstätte des Propheten und für Muslime bis heute die zweitheiligste Stätte des Islam. Gläubige hatten das Grab Mohammeds mit wertvollen Geschenken überhäuft. Im Frühjahr 1803 stürmen die Wahhabiten die Moschee und plündern die Schätze.
Und sie zerstören die Gräber angesehener Männer, die im Volksglauben als Heilige gelten. Niemand soll Verehrung zuteil werden außer Allah. Vielleicht wäre der Spuk schnell verschwunden, doch Abd el-Wahhab findet einen gewichtigen Verbündeten. Mohammed ibn Saud, er ist der Anführer eines mächtigen Beduinen-Clans. Auch er verfolgt ehrgeizige Ziele. Während es Abd el-Wahhab um die Unterwerfung aller Muslime unter sein Bekenntnis geht, strebt Ibn Saud die Herrschaft über die arabische Halbinsel an. Noch sind es nur ehrgeizige Träume, doch im 20. Jahrhundert werden sie Realität. Öl macht die Dynastie der Saud zu einer der reichsten Familien der Erde. Als Könige von Saudi-Arabien setzen sie in ihrem Land die radikale Form des Wahhabismus durch. In Saudi-Arabien gilt der Koran bislang als Verfassung des Staates. Ein Königreich ohne demokratische Institutionen und Rechtsvorstellungen aus einer sehr fernen Zeit. Die Wahhabiten haben die Pilgerfahrt, die ja seit Jahrhunderten florierte, als eine Chance begriffen, um ausgehend von diesem Zentrum der muslimischen Welt, von diesem spirituellen Zentrum der muslimischen Welt, ihre radikale Lehre in die Welt zu tragen. Dabei haben ihnen Transportmittel geholfen, dabei hat ihnen später das Öl geholfen. Und die radikalsten Gruppen, mit denen wir es heute zu tun haben, finden ihren Ursprung eigentlich alle im Wahhabismus. Auch im Irak geht die Saat des Fundamentalismus auf. Die Amerikaner hatten zwar einen Tyrannen beseitigt, aber nicht die schwelenden Konflikte, die nach dem Abzug der Truppen ungehemmt ausbrechen. Das Misstrauen zwischen verfeindeten muslimischen Glaubensrichtungen schlägt in offene Gewalt um. Im Lauf der Jahre formieren sich terroristische Gruppierungen zu der Bewegung Islamischer Staat. Ihr Siegeszug beginnt im Juni 2014 im nordirakischen Mosul. Sie nehmen die Stadt ein und terrorisieren seitdem die Bevölkerung. Und sie beginnen mit der systematischen Verwüstung von Altertümern. Im April 2015 bringen sie die berühmte antike Stätte Nimrud in ihre Gewalt. Kein Stein soll nach dem Willen der Fanatiker auf dem anderen bleiben. Das Weltkulturerbe löst sich in einer gewaltigen Staubwolke auf. In dem Moment, wo Gebiete von diesen Banden eingenommen werden und sie dort die absolute militärische Kontrolle haben, kann man nur hoffen, dass möglichst wenig zerstört wird. Es gibt keine Möglichkeit, hier wirklich aktiv dagegen einzugreifen. Bei ihrem Vormarsch folgen die Gotteskrieger den uralten Karawanenwegen, an denen auch die meisten Bauwerke des Altertums liegen. Eine Spur der Zerstörung zieht sich durch den Irak und Syrien. Trauriger Höhepunkt der bisherigen Verwüstungen: die weltberühmte Oasenstadt Palmyra. Ihre Blüte erlebte die Stadt unter römischer Herrschaft im 1. bis 3. Jahrhundert. Ein Knotenpunkt des damaligen Welthandels. Westliche und östliche Kultur gingen hier eine einmalige Verbindung ein. Die Kultbauten in ihrer Mischung aus römischen und orientalischen Elementen sind Zeugen dieser glanzvollen Epoche. Für die grauslichen Schergen des IS ist natürlich dieser Tempel besonders attraktiv zu zerstören, weil er eben Multikulti sozusagen schon in der Antike hat und außerdem eine touristische Attraktion war. Ende August 2015 wird der Tempel buchstäblich ausradiert. Wie Satellitenfotos beweisen. Auch die einzigartigen Grabtürme in der Nähe von Palmyra werden nicht verschont. Aber die Fanatiker lassen ihre Wut nicht nur an den Gebäuden aus.
Ihr Hass richtet sich auch gegen diejenigen, die das Weltkulturerbe erforschen und zu schützen versuchen. Kurz nach der Einnahme der Stadt ermorden sie den 80-jährigen syrischen Chefarchäologen. Sie zerstören nicht nur die Statuen und die Tempel, sondern auch alle die, expressis verbis, ausdrücklich alle die, die sich damit beschäftigen, also nicht nur die Archäologen, sondern auch die Touristen, und deren Kulturen auf diesen alten Kulturen aufbauen. Und das sind wir alle. Das sind Sie und ich. Das ist die Kriegserklärung gegen die westliche Zivilisation. Aber nicht nur die Zerstörungswut der IS-Kämpfer bedroht das Weltkulturerbe. Auch der Bürgerkrieg zwischen Rebellen und syrischen Regierungstruppen zieht die antiken Stätten in Mitleidenschaft. Wie etwa das berühmte Simeonskloster. Zwischen den antiken Klostermauern hatten Gegner des Assad-Regimes ein Trainingslager eingerichtet. Regierungstruppen nahmen die Freischärler unter Beschuss und beschädigten die Gebäude. Auch die Ruinen von Bosra im Süden Syriens gerieten im Frühjahr 2015 ins Schussfeld, als die Stadt von Rebellen eingenommen wurde. Noch ist das nahezu vollständig erhaltene Amphitheater unversehrt. Aber Teile der Altstadt Bosras gingen während der Kämpfe in Flammen auf. Die einstige Hauptstadt der römischen Provinz Arabia gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Ein einmaliges Ensemble aus Straßen, Plätzen und Gebäuden aus dem 3. Jahrhundert nach Christus. Doch nirgendwo wütete der Bürgerkrieg schlimmer als in der nordsyrischen Metropole Aleppo. Die 2-Millionen-Stadt mit ihrer mächtigen Zitadelle im Zentrum beherbergt gleich mehrere Stätten des UNESCO-Weltkulturerbes. Schon seit Jahren toben hier schwere Kämpfe zwischen den Regierungstruppen des Diktators Assad und Rebellen. Weite Teile der historischen Altstadt und viele Wohngebiete sind mittlerweile vollständig zerstört. Der Staat Syrien existiert heute de facto nicht mehr. Denn Syrien ist ein Flickenteppich von verschiedenen Gruppen, radikalen Gruppen, weniger radikalen Gruppen. Auf der einen Seite haben wir die Armee des Assad-Regimes, wir haben viele äußere Akteure, Iran, Russland, die Hisbollah-Miliz, die dort mitmischt. Und dieser Flickenteppich aus verschiedenen Akteuren und auch verschiedenen Herrschaftsgebieten macht es sehr, sehr schwer für Außenstehende, die Situation in Syrien eigentlich zu begreifen. Die Staaten des Nahen Ostens, die heute am Zerfallen sind, entstanden nach dem Ersten Weltkrieg in Paris. Briten und Franzosen teilten das Osmanische Reich auf, das den Krieg an der Seite Deutschlands verloren hatte. Nicht nach dem Willen der Menschen dort, sondern nach den wirtschaftlichen Interessen der Europäer. Ohne Rücksicht auf religiöse oder ethnische Verhältnisse zogen die Sieger Grenzen auf Landkarten. Dadurch wurden nicht nur Völker geteilt, es wurden auch verfeindete Muslime in künstlichen Nationen vereint. Ursache von Konflikten, die heute diese Länder zerreißen. Auf dem Boden des ehemaligen Osmanischen Reiches entstanden der Libanon und Syrien, der Irak, Jordanien und Palästina, wo später der Staat Israel gegründet wurde. Heute demonstriert der IS für die Auflösung dieser Grenzen und die Schaffung eines islamistischen Gottesstaats vom Persischen Golf bis zum Mittelmeer. Noch ist das Ziel der Radikalen, die Eroberung von Damaskus, in weiter Ferne.
Die Millionenmetropole mit ihren Museen, Moscheen und anderen Kunstschätzen wird von den Truppen des Diktators Assad kontrolliert. Nicht auszudenken, wenn die Fanatiker die Stadt unter ihre Kontrolle brächten. Die weltberühmte Umayyaden-Moschee mit ihrem Schrein, in dem das Grab Johannes des Täufers verehrt wird, wäre dann in ernster Gefahr. Genau wie die vielen anderen Stätten des UNESCO-Weltkulturerbes, die Damaskus beherbergt. Sollte eines Tages der Vormarsch des IS Richtung Damaskus voranschreiten, ich glaube, dann wäre es wirklich an der Zeit, dass die Weltgemeinschaft sich Gedanken darüber macht, was man dann tun kann, ob man vielleicht in einer Art Luftbrücke oder Nacht- und Nebelaktion diese Kunstwerke dann ausfliegt. Ich denke, alle europäischen Museen wären bereit, sie für einige Zeit in Empfang zu nehmen, um sie dann, wenn die Sicherheit in dem Land wieder gewährleistet ist, Frieden wieder ist, sie wieder zurückzubringen. Doch nicht nur Altertümer im vorderen Orient sind in Gefahr. Überall dort, wo islamistische Terroristen Gebiete kontrollieren, ist Kulturerbe von Zerstörung bedroht. Das afghanische Bamiyan brachte es bereits 2001 zu trauriger Berühmtheit. Der Ort war für seine monumentalen, bis zu 50 Meter hohen Buddha-Statuen berühmt, die aus dem massiven Fels gehauen waren. Am 12. März 2001 sprengten Taliban-Milizen die gewaltigen Statuen. Nach dem Ende der Taliban-Herrschaft begannen Experten zwar, die Bruchstücke zu sammeln, aber ein Wiederaufbau ist fraglich. Auch in Afrika ist Weltkulturerbe in Gefahr. Timbuktu in Mali. Im Februar 2013 sichern französische Truppen die Straßen. Ein Jahr zuvor hatten sich radikale islamistische Rebellen der Wüstenstadt genähert und bedrohten ihren einzigartigen Schatz, uralte arabische Handschriften. Die Manuskripte, die größtenteils in privaten Bibliotheken aufbewahrt wurden, sind teilweise über 1000 Jahre alt. Ein einmaliger Wissensschatz. Was die Fanatiker fanden, steckten sie in Brand. Dass aber insgesamt über 95% der Manuskripte gerettet werden konnten, ist dem Mut und der Initiative von Einheimischen zu verdanken. Monatelang transportierten sie heimlich und unter Lebensgefahr fast 300.000 Handschriften in die Hauptstadt Bamako. Dort werden sie mit internationaler Unterstützung konserviert. Um sie der Forschung zugänglich zu machen und dauerhaft zu sichern, digitalisiert man die Handschriften und bewahrt so das Wissen für die Zukunft. Auch am Vorderasiatischen Museum in Berlin denkt man darüber nach, wie man moderne Technik zur Sicherung von Kulturgütern einsetzen kann. Der Schlüssel dazu sind 3D-Scanner. Ursprünglich wurden die Geräte für die Arbeit mit Keilschrifttafeln entwickelt. Denn die Schriftträger aus Lehm sind fragil. Der Scanvorgang schafft ein perfektes dreidimensionales Bild des Objekts, mit dem die Wissenschaftler arbeiten können. Sollte das Original verloren gehen, existiert es wenigstens noch virtuell. Mittlerweile wurden Großscanner entwickelt, mit denen sogar Gebäudeteile dreidimensional erfasst werden können. Meine persönliche Vision der 3D-Technologie, gerade im Bereich der Archäologie und des Kulturgutschutzes, ist die, dass sie es uns ermöglichen wird, bestimmte Orte, die gefährdet oder zerstört sind, so zu konservieren, wenigstens virtuell zu konservieren, dass nachfolgende Generationen sie erleben können. Und ich glaube, dass wir alles dafür tun müssen, dass solche bedeutenden Orte gesichert werden. Und wenn wir sie nicht physisch sichern können, dann können wir sie virtuell sichern. Und das ist besser als nichts. Universität Oxford. Am Institute for Digital Archaeology laufen die Fäden des aktuell größten internationalen 3D-Projektes zusammen.
Die Wissenschaftler vom Million Image Database Project arbeiten an einer Datenbank, in der bedrohte Monumente als dreidimensionale Bilder konserviert werden sollen. Weltweit haben die Forscher dafür rund 5000 3D-Kameras an Freiwillige in Krisengebieten verschickt. Die Fotos zu sammeln ist die eine Herausforderung. Wir brauchen nämlich viele Fotos, um daraus ein Bild rendern. Der Rechenprozess für die dreidimensionalen Computerbilder hängt natürlich davon ab, wie groß das Objekt ist. Der Prozess kann schon ein paar Wochen in Anspruch nehmen. Wollten wir daraus dann ein Modell aus Beton erstellen, würde das natürlich Monate dauern. Eine Datenbank zur Bewahrung des Weltkulturerbes. Mit ihrer Hilfe entstehen in Zukunft vielleicht einmal exakte Rekonstruktionen von zerstörten Altertümern aus Beton. Hier geht es nicht darum, dass das Original ersetzbar ist. Hier geht es ganz klar darum, ein Zeichen zu setzen, dass man sich die Geschichte von solchen Barbaren nicht nehmen lässt. Mehr als ein Zeichen setzen können Wissenschaftler nicht. Eine Veränderung der katastrophalen Situation kann nur von der Politik ausgehen. Erstens müssen wir versuchen, dass nicht nur das Morden, sondern auch die Zerstörung der Kulturstätten ein Ende findet. Und darüber hinaus bemühen wir uns, dem Kunstraub nicht nur ein Ende zu setzen, das wäre zu vermessen, aber jedenfalls auch gesetzliche Vorschriften zu schaffen, dass illegal erworbenes Kunstgut nicht noch zur Vermehrung der Kriegskasse führt. Auch das ist unsere Aufgabe. Für die Menschen im Vorderen Orient aber geht es auch weiterhin ums nackte Überleben.